So, Wenn man das jetzt, wenn man das jetzt macht, dann geht bestimmt beim Vater irgendwie der Ruf runter oder so. ich würde fast sagen, eher im ganzen Dorf, weil. Ja gut, aber ich meine, ja. Ich mach's nicht. Dann mach's nicht. Nicht, dass ich den Deutschen keine Lektion erteilen wollte, aber ich habe wirklich keine Zeit. Du verschlechtert, Es aber halt ist bei denen. schade. Ja, klar. Tja, wir bekommen das auch ohne dich hin. Gehen wir, Jungs. Im Ernst. Heinrich, wie kannst du dir das entgehen lassen? Tja, das kann ich halt. Mhm. Sollen wir mal versuchen, so wirklich auf die gute Schiene zu gehen in dem Let's Play? Ja, probieren wir es mal. Achso, das Bier. Aber erst die Parierstange, oder nicht? Und dann das Bier. Hey, Pip! Willst du was lernen? Nö. Questlog, was ist denn B? Bis zum Schwertkampftraining, hol die Parierstange in der Burg ab. D. Okay, komm, wir holen erst die Parierstange. Ja, alles Bier haben wir echt wirklich komplett zum Schluss. Das weiß ich nämlich noch. So, jetzt flitzt mal schön in die Burg. Ist auch krass, dass wir innerhalb der Mauern wohnen. Das heißt, der Vater, der muss schon. Ah, stimmt. Ja, weil wir wohnen innerhalb der Mauern. Der muss Ja. schon guter sein. Und der Rest wohnt außen. Ja, gut, ist halt auch ein Schmied. Na, wenn das der Burgschmied ist, sozusagen. Ja. Vor allem ist es auch direkt da an der Burg. Machst du auch reingehen? Du musst mit denen reden. Achso, ich muss mit denen reden wahrscheinlich. Ja. Was ist B? B ist Schwertkampftraining. Ja. Ladebalken. Und mit dir, Gott Heinrich. ist mit uns und mit uns. Wie geht's dir? Der Deutsche denunzierte. Ist ja nur eine Gesprächsoption. Mach mal Ich war auf. eben im Wirtshaus. Dass die Bescheid Der wissen. Deutsche zerriss sich über den König das Maul und meinte, Sigismund sollte König sein. Der Bastard. Eines Tages schlägt ihm einer die Zähne ein, wenn er nicht die Klappe hält. Ja, echt so. So, ich brauche die Parierstange. Vaterkönig, wir schmieden Herrn Ratzigs Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Glaubt ihr an Gott? Okay. Ich nicht, ne. Sehen. Verpfusch es Ich gar auch nicht. nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Ob den Bären reißt man nicht den Arsch auf. Nee, die reißen dir den Arsch auf. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Wir müssen los, Viel Jungs. Erfolg. Wir müssen Mädels. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das. Ups, sorry. Bier vielleicht Parierstange sogar für auf ihn. Schwert. So, Leute. Also auch auf YouTube und auch auf Twitch. Lasst mal ein Like da, lasst ein Abo da. Followt auf Twitch, wenn ihr Bock drauf habt, hier mehr zu sehen. Wir spielen auch alle möglichen anderen Spiele. Ich kann das ja noch tausendmal sagen. Mein Genau. YouTube-Kanal wurde gehackt mit 700 mehr Abonnenten und über 800 Videos. Alles für den Arsch, alles weg. Ach, hier ist ja unser Fahrer. Ach, wir brauchen Ja. noch das Bier. Stimmt. Ja, und deswegen mussten wir jetzt neu beginnen. Also ich musste jetzt neu beginnen und Ja. deswegen könnt ihr mal ein bisschen unterstützen, wenn ihr Lust drauf habt und mal ein bisschen regelmäßiger zuschaut. Oder regelmäßig zuschaut in Zukunft vielleicht, wenn ihr neu seid und so. Das wäre mega cool. Und im Prinzip ab morgen läuft dieses Let's Play, diese Folge, hier ist jetzt die zweite Folge, läuft dieses Let's Play hier auf Twitch, auf YouTube. Natürlich auch voll mit Bianca. Bianca. Ohne Haare. Und ohne krasses Gesicht. Aha. Jetzt. Jetzt, warum kann man nicht das reden? Das wollen wir aufnehmen. Das hat noch nicht geladen. Ach so. Jetzt. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Bier. Bier. Was sollte ein Dorflümmel auch sonst wollen? Dorflümmel. Was darf's denn sein, du Lump? Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Ja, eiskalt. Einen kalten aus dem Keller. Ja. Aber natürlich. Dann gehen wir los, Bianca. INK. Jetzt lädt das wieder. Nur wie lange? Lang genug für Pause. Nee, Quatsch. Es ist Zeit für eine Pause. Dankeschön. Danke.
Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Oh. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kannst kaum erwarten. Aha. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Maniac? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Mm. Ha. Du bist ein Engel. Retterschnaps. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Fünf! Direkt fünf. Alles klar, Alter. Sehr gut. Das heißt, Zeitpunkt manuell speichern, musst du Retterschnaps trinken. Ja, oder wenn aber du, Obacht, man wird ein bisschen besoffen. Wenn du Bench lässt, dann spare ich jetzt auch. Genau. Okay. Interessant. Ab zum Vater und das Bier abgeben. So sieht's aus, aber ganz schnell. Mhm. Sonst wird's hier in der prallen Sonne richtig warm. Kippt der Junge gleich um? Vater! Ich hab kaltes Bier. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja. Ja. Ich... Genau genommen habe ich etwas vergessen. Gib mir einen Augenblick. Spute dich. Ach, das Schwert gehört auch dazu. Das Schwert heute fertigstellen. Jetzt wird Bier kalt. Warm. Scheiße. Shit. Was ging? Oh, Bier. Okay. Oh, oh, oh. Fuck. Das kann man jetzt nicht zwischendurch abgeben. Scheiße. Ich hab gedacht, das wäre so eine Neben... Ja, dachte ich auch. Weil ich hatte nicht im Kopf, dass er das gesagt hat. Ich auch nicht. Scheiße. Du dich von der Verletzung? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Ja. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich jetzt wird's Bier warm. Ja, jetzt wird's jetzt richtig schön warm. Das wird jetzt ekelhaft. Klar. Scheiße. Also gut. Ist halt so. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Und ich hab schon so toll geredet, weißt? Dann haben wir's doch verkackt. Warum laden denn die Texturen nicht nach? Keine Ahnung. Fertig. Latscht er erst noch da hoch, ganz chillig. Oh. So, jetzt sind wir beim Kampf. Dankeschön. Mein Leben hängt davon ab, okay. Wir geben mit den Grundlagen. So, guck, und jetzt kann man hier... Ganze Gegner mit A und D umkreisen. Fixierung lösen, wenn ich Shift drücke. Das heißt, dann kann ich wegrennen. Aua. Gut. Stimmt mit dir nicht? Versuch jetzt, mich anzugreifen. Okay. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir so, und da, wo ich halt jetzt schön mit dem Bier kämpfen, ja. Genau. Und da, wo ich jetzt halt... Das Schwert hinhebt, siehst du das? Ja. Da hebt er jetzt das hin. Weil die Richtung, aus der du angreifst mit der Maus, genau. Du siehst direkt, wie er aus der Richtung pariert. Ja. Und sinnvoll ist es dann halt, wenn du natürlich von der Seite schlägst und als nächstes dann von der linken, weil du dann direkt den Schwung hast. Ja. Spitze ist zum Stechen. Zack. Und zack. Und zack. Und nicht mehr. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Und links. Gut. Und rechts. Nochmal. Und links. Unten und rechts und links und oben. Okay, Ausdauer. Und zack. Und zack und zack und zack und zack und nochmal. Ob er einen Krampf gekriegt gerade? Wahrscheinlich. Gerade einen Krampf im Arm gehabt. Geschafft. Jetzt aber zurück. Schwertkraft. Das Bier ist eh warm. Kannst du vergessen. Ist immer noch ein Grubbier, der leuchtet. Ja, die Parierstange leuchtet auch immer noch. Ja, die ist auch noch kalt. Ah.
Scheiße, das Bier ist warm. Kann man nicht über den Zaun klettern? Über den Zaun, Alter. Genau. Ein kleiner Zaun. Da sind noch Löcher drin. Kann man sich doch dran festhalten. Ich halte mich auch gleich an deinen Löchern fest, Alter. An deinen Nasenlöchern. Bitte nicht. Dann reißt mir die Nase. Aber guck mal, in echt. Wie willst du hier jetzt? Okay, ja gut. In der Zeit bist du darüber gelaufen. Ja, stimmt. Hier ist jetzt so warm. Es ist so warm. Vor allem, wir haben uns noch bewegt. Währenddessen ist ja dreimal so warm wie vorher. Jo, Vater, ich habe ein warmes Bier. Wurde auch Zeit. Hast ja, alles, es ist leider warm, das Bier. Oh, oh. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Sagt er was? Gut gemacht. Es war noch nicht alles warm. Klar. Dann lass mal es sehen, war noch kalt. Glück gehabt. Schwein gehabt. Hat. Sieh dir das mal an, Junge. Ui. Das ist echte Handwerkskunst. Sieht gut aus. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte was? Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Ah, das, was da steht. Ich wollte es so. Gut, der wird's wissen. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Spieljahre. Das ist das Ding für unten. Das ist Holzkohle. Nubel. Noch kalt genug gewesen, ja. Messe an und dann setzen wir alles zusammen. Ah, die Klinge hat er schon fertig. Krass. Die hat er ja vorher schon, wo es anfing sozusagen, hat er ja schon rumgemacht. Ach übrigens, mir ist zu Ohren gekommen, was dem Deutschen passiert ist. Was ist ihm denn passiert? Ich nehme an, du weißt etwas darüber. Vielleicht. Vielleicht. Hat vielleicht jemand Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen und haben vielleicht deine Spießgesellen etwas damit zu tun? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König erzählt. Er hat bekommen, was er verdient. Ach, bekommen, was er verdient, ja? Pass auf, ich weiß nicht, ob du oder nur irgendeiner deiner Freunde etwas damit zu tun hat. Und es ist mir auch gleich. Ich muss hier ein Geschäft führen. Und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht unbedingt weiter. Und dem König habe ich gar nichts gemacht. Verstehst du? Ich hab's extra gelassen. Das ist abgelehnt, ja. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, ich halt doch dein Maul, ich hab nichts gemacht, Alter. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Ja, dann halt die Fresse. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Ach, wird dieser Junge jemals auf das hören, was ich sage? Der Deutsche redet also Unfug. Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins, Heinrich. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten. Und nicht mit Fäusten. Okay. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Ohne Handschuhe. Dann mal los. Nicht abrutschen. Gut. Einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Mhm, so ein Holzgriff oder was? Das ist halt der normale Griff. Mhm. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird.
was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Mutter Theresa. Theresa. Kehre zu deinem Vater in die Schmiede zurück. Das ja, haben wir geschafft. Krankes Schwert, Mann. Das ist halt für einen Herrn Ratzig. Sieht richtig heftig aus. Und Herrn Ratzig ist halt kein so ein Ranziger, sondern ein Ratziger. Wer auch immer das ist. Ja, das ist so irgend so ein krasser Typ hier. Ich weiß es auch nicht mehr wirklich. Nägel für Theresa. Jetzt haben wir 8 Retterschnaps dabei. 8 Retterschnäpse. Schnäpse. Schnäpse, Schnapse. Schnäpse. Schnappis. Schnappis. 8 Retter-Schnappis. Schnie, Schna, Schnappi. Retter, Retter, Schnaps. Ja. Schnie, Schna, Schnappi. Retter-Schnappis. Schnappels. Retter-Verschnappigungen. Ah, okay. Müsst ihr geben?